Ein Riesenapplaus für Passun! Stimmt, ich bin ein Berliner, ein echter Berliner, einer der letzten vier, die noch in Berlin wohnen. Ja. Warum bin ich ein echter Berliner? Weil ich absolut pleite bin. Und ich bin so pleite, ich habe mir letzten Salat gemacht, nur aus Zwiebeln. Zwiebelsalat. Mhm. Das ist das einzige Gericht auf der Welt, wo du beim Vorbereiten und Essen heulen musst. Bringt nichts, wenn du zwei verschiedene Zwiebeln reinschneidest. Ich bin nicht nur pleite und ein Berliner, ich bin auch einer dieser Deutschen, der sehr oft nach seinen Wurzeln gefragt wird. Ja, muss dafür nicht viel machen, einfach auf einer Party meinen Namen sagen. Hi, ich bin Passun. Das ist aber ein interessanter Name. Wisst ihr, was ich interessant finde? Die Leute, die meinen Namen interessant finden, bekommen sofort einen kleinen Mund. Passun. Und da war ich so, fuck, ich werde interviewt und ich kann nicht mal Nein sagen. Die erste Frage ist, sag mal, Passun, wo kommst du denn her? Huh? Und auf einmal findest du raus, dass die Tatsache, dass ich aus Kreuzberg, Berlin, Deutschland komme, für einige nicht präzise genug ist. Denn die nächste Frage ist, oh, Kreuzberg, Berlin, Deutschland, schön integriert, Passun, schön integriert. Aber sag mal, was genau sind deine Wurzeln? Huh? Ich persönlich hasse diese Frage, ganz genau gesehen, besonders wenn ich auf irgendeiner Party in Berlin bin. Okay? Für die Leute, die noch nie auf einer Party waren, weil ich bin mir sicher, in Hamburg habt ihr die gleichen Partys. In Berlin ist es extrem einfach, an Drogen ranzukommen. Du musst nicht mal Drogen haben wollen. Es gibt immer irgendeinen Typen, der keine Freunde hat und sich mit Drogen Freunde kaufen will. Und es funktioniert auch für 8-9 Stunden und dann bist du weg. Und ich hatte dieses Szenario, dieser Typ kommt mir zu mir und sagt, hey, willst du etwas LSD? Und ich habe es natürlich genommen, weil das Kokain schon alle war. Ich war zu spät fürs Kokain. Für die Leute, die noch nie LSD genommen haben, die denken, oh mein Gott, warst du eins mit dem Universum? Hast du hinter dem Vorhang der Realität geblickt? Nee, ich war auf dieser Party und habe 8 Stunden lang nach grünen Sachen gesucht. Und für die Leute, die hier kiffen, ich meine jetzt nicht Gras, okay? Ich meine grüne Sachen. Es war körperlich befriedigend, dass ich grüne Sachen angestarrt habe. Ich war auf dieser Party in der Küche 8 Stunden lang und habe einen Granny Smith Apfel angestarrt. Oh, so grün. Oh. Guck mal, das ist der letzte Moment, wo du von dem Typen, den du gerade getroffen hast, so eine Frage haben willst. Ey, sag mal, Person, hab gehört, du bist deutsch, aber was genau sind deine Wurzeln? Weil du vollkommen verwirrt bist. Du guckst den Typen an. Ja? Wurzeln? Und dann fängst du an, dich selber anzugucken. Wurzeln? Bin ich ein Baum oder was? Bin ich ein Baum? Und das Verwirrende ist, du glaubst, dass du ein Baum bist und hältst einen beschissenen Apfel in der Hand. Du bist, oh mein Gott, ich bin ein Apfelbaum. Und ich habe die letzten 4 Stunden meine eigenen Früchte gegessen, oh Gott. Ist das Inzest, ist das Bauminzest, was ist das? Und jetzt ist die Panik, jetzt hast du super Panik, aber du kannst nicht mal hingehen und deine Freunde fragen, ob du ein Baum bist. Weil das sind auch irgendwelche Idioten, die wahrscheinlich das gleiche LSD genommen haben. Du gehst da hin mit dem Apfel in der Hand. Perry, bin ich ein Baum oder was? Und dann guckt dich dieser Trophy an und sagt irgendeine Scheiße wie, hey, sind wir nicht alle ein Baum? Ich liebe diesen Joke, viele lachen. Einige sind verwirrt. LSD. Ob er welches dabei hat, sollen wir ihn fragen? Aber du hast doch so viele Leute, und ich kann das immer sehen, die sitzen da, die gucken dich an, die sind so, okay. LSD, Berlin-Kreuzberg, Deutschland, okay. Aber was genau sind jetzt deine Wurzeln? Das hat er nicht gesagt, oder? Sigi, das hat er nicht gesagt, hat er nicht. Sag ich's euch, ich bin geboren in Afghanistan.
ganz normale Reaktion, dieses tolerante Schweigen. Die Leute vorne, oh mein Gott, wir hätten hinsitzen sollen. Das Ding ist, wenn du den Leuten erzählst, dass du in Afghanistan geboren bist, dann haben einige eine Frage. Und manche stellen diese Frage, während sie sich warm machen, um wegzulaufen. Falls du ja sagst, die sind so, oh, Afghanistan, Oh, da wollte ich doch was wissen, was wollte ich denn da jetzt wissen? Oh, eine Sekunde, fällt mir gleich auf. Bist du ein Moslem? Und natürlich bin ich kein Moslem, Leute, ich nehme LSD. Und glaub mir mal, Menschen, die LSD nehmen, glauben nicht mehr, okay? Wir wissen. Hier ist eine Sache, die ich aber auch nicht wusste, okay? Und ich wusste es nicht, okay? Ich hatte keine Ahnung, dass du in diesem Land bei in Geschäften wie Primark oder H&M NASA-Klamotten kaufen kannst. T-Shirts mit dem Emblem der amerikanischen Raumfahrt. Was für ein Betrug ist denn das? Du hast kein Abi, aber kannst für 7,99 Astronaut werden? Wie gesagt, ich hatte keine Ahnung, dass man das kaufen kann. Jetzt müsst ihr euch meine Überraschung vorstellen, wie ich in der U-Bahn in Berlin sitze und auf einmal kommen 3 Kanaken in einem NASA-T-Shirt rein. Okay, ich meine nicht 3 Kanaken in einem einzigen, so, oh mein Gott. Nein, ich meine 3 Kanaken in einem identischen weißen T-Shirt mit dem NASA-Emblem. Und wie gesagt, ich hatte keine Ahnung, dass die das gekauft haben. Also habe ich die angeguckt und dachte, oh, Moment. Ist das ein neues Regierungsprogramm, von dem ich nichts gehört habe? Schicken wir jetzt Kanaken in den Weltraum, damit sie sich besser integrieren in die Gesellschaft? Ich weiß, einige sind schockiert. Oh mein Gott, er hat das K-Wort gesagt. Hat er das wirklich gesagt? Das ist 2020. Ich habe das mal auf einer Show gesagt und 2 Personen sind auf mich zugekommen. Und du konntest sehen, dass diese beiden Personen viele Meinungen haben, die sie kundtun wollen. Ja? Weil die sind beide so auf mich zugekommen. Und einer von denen meinte, sorry, dieses Wort offended mich. Dieses Wort offendet mich. Kannst du nicht deutsch-türkische Community sagen? Und ohne Scheiß, meine erste Reaktion zu was und wie sie es gesagt hat, war erbrechen. Ich habe das gehört und ich war so. Und dann habe ich sie angesehen und meinte, nein, Lady, kann ich nicht, weil das ist rassistisch. Du gehst nämlich davon aus, dass alle Türken Kanaken sind und das stimmt nicht. Türken sind keine Kanaken, Araber sind keine Kanaken, Albaner sind keine Kanaken. Kanaken haben keine Nationalität, das ist ein Mindset. Du suchst dir aus, ob du ein Kanake bist oder nicht. Und wir alle kennen Kanaken, wir alle kennen Kanaken. Das sind die Leute, die überall zu jeder Zeit Sonnenblumenkerne fressen und dann die Schalen wieder ausrotzen müssen. Überall! Ich wohne in Kreuzberg. Manchmal komme ich aus meinem Haus raus und bin so, was, jetzt schon Laub? Nein! Das sind Sonnenblumenkernschalen mit Rotz. Ich verstehe es nicht. Ich habe einen Kumpel. Ich habe den letzten Essen knackt. Ich habe ihn letztens gefragt, warum? Warum? Du kannst die Scheiße auch ohne Schale kaufen. Geröstet, nicht geröstet, gesalzen mit Honig, was immer du willst. Und ohne Scheiß, seine Antwort war so, hä, was willst du denn? Ist doch biologisch abbaubar. Und ich war super perplex, weil ich dachte, oh mein Gott, woher kennt er dieses Wort? Das ist ja... Hat er auf einem Lexikon übernachtet? Was ist hier? Ich war wirklich 3 Sekunden einfach nur, Reboot. Und dann habe ich angesehen, mit, okay, du hast recht. Du hast absolut recht. Die Schalen sind biologisch abbaubar. Aber doch nicht in der U8, du Spast! Nicht in der U8. In der U8 ist nichts biologisch abbaubar.
Wir haben in der Hochzeit drei einen toten Penner, der ist immer noch an der gleichen Stelle, ohne Scheiß. Ja, die Touris kommen rein und denken, das ist eine Art Installation von Banksy. Die sagen, oh mein Gott, so authentic, wow. Berlin is crazy. Ich bin, wie gesagt, ein toleranter Mensch. Ich habe viele Freunde, die sind Kanaken, aber ich persönlich möchte keine Kanaken im Weltraum. Wenn ihr klatschen wollt, jetzt ist die Zeit zu klatschen, okay? Da ist ein großer brauner Mann, der aussieht wie ein Kanake, der sagt, keine Kanaken im Weltraum. Ich glaube, da können wir mitmachen. Da sind wir keine Rassisten eigentlich. Glaub mir mal, ich will keine Kanaken im Weltraum und die NASA will auch keine Kanaken im Weltraum. Das geht nicht. Das Zusammenleben im Weltraum ist viel zu ungemütlich, wenn du Kanaken mitnimmst. Stell dir mal vor, du nimmst Kanaken mit und ständig fliegen über Sonnenblumenkernschalen rum. Oh mein Gott. Hamudi, wir haben dir mehrere Beutel zum Rotzen gegeben, okay? Das geht logistisch gesehen, mein Gott, du kannst logistisch gesehen keine Kanaken im Weltraum nehmen. Stell dir mal vor, du musst Kanaken im Weltraum, dann muss die internationale Raumstation eine Shisha-Bar haben, ganz einfach. Das Wichtigste im Weltraum ist Kommunikation, Leute. Du musst in verschiedenen Sprachen, in Notfallsituationen mit verschiedenen Charakteren kommunizieren können. Und Kanaken benutzen nicht mal Präpositionen. Wie oft wart ihr in den Öffis und habt sowas gehört? Diggi, ich bin Bus. Diggi, ich bin Bus. Ich bin Bus, Diggi. Und du sitzt da und denkst, Diggi, nein, du bist nicht Bus. Du bist im Bus, Motherfucker. Vielen Dank, Leute, ihr wart absolut klasse. Vielen, vielen Dank, das war's von mir. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist, liebe Leute, Passhund!